Mein Name ist Flandra Thomas, ich bin seit rund 23 Jahren in der Firma Geoconsult tätig und wir beschäftigen uns insbesondere mit Infrastrukturbauwerken rund um die Welt, in erster Linie Tunnel inklusive Schachtanlagen und großen Kavernen, wo in unserem Fall eben dann hier die Planradar-App eingesetzt werden soll. Bei Begehungen von Tunneln haben wir als Hauptproblem aktuell den Umstand, dass wir lange Tunnel zu begehen haben mit Längen von zum Teil 10 Kilometer. Hier befindet man sich dann oft mitten im Bauwerk und erkennt aufgrund der Gleichheit der einzelnen Bauteile nicht mehr die korrekte Position. Und hier sind wir stets auf der Suche nach einer praktikablen Lösung, da auch oft angebrachte Beschriftungen beschädigt sind oder abhanden gekommen sind oder nicht mehr leserlich. Die NFC-Technologie hilft uns hierbei bei der eindeutigen Positionierung dieser beschädigten Bauteile oder Stellen des Bauwerks. Und wir sind in der Lage, bisherige Fehlerquellen wie falsch mitgezählte Blocknummern oder Ablesefehler bei den Bauteilbeschriftungen auszuschließen. Der Workflow Planradar NFC schaut wie folgt aus. Man begibt sich unmittelbar in den Tunnel und dokumentiert dort Schadstellen und bringt an den jeweiligen Schadstellen oder dokumentierten Bauteilen einen NFC-Tag an. Das Beschreiben der NFC-Tags im Bauwerk funktioniert mittels Planradar-App ganz einfach. Man hält die Planradar-App einen kurzen Augenblick an den NFC-Tag und ist dann sofort in der Lage, den NFC-Tag mit der Ticket-ID zu beschreiben. Ein Fehlauslesen oder Ablesen von klassischen Beschriftungen ist nicht mehr möglich. Ebenso habe ich die vollständige Historie sämtlicher erfassten Schäden, je Bauwerk oder Bauteil, in einer App übersichtlich zusammengefasst, inklusive aller vorhandener Bilder. Bislang haben wir für die Dokumentation mehrere Aktenordner mit uns mitgenommen. Jeden Tunnelblock haben wir zum Beispiel vorgefertigt auf einem A4-Blatt ausgedruckt und dort die Schäden händisch eingetragen, sei es Risse, sei es Beschädigungen, Beschädigungen in der Fahrbahn, Beschädigungen in den Gewölbestrukturen. Selbiges war dann natürlich auch für Querschlagstrukturen und Kavernen in dieser Art und Weise umzusetzen. Die Problemstellungen werden durch die App Planradar gelöst, indem die Schadensdokumentation direkt am Bauteil stattfinden kann. Einer der größten Vorteile bei der Planradar-App ist, dass diese IFC und somit die BIM-Technologie unterstützt. Sämtliche geplante Bauwerke können bereits in der Planradar-App abgebildet werden und auch zukünftige Mängel, welche sich vielleicht im Baugeschehen ergeben, unmittelbar fortgeführt werden. Wir befinden hier uns jetzt in der Planradar Web App. Wir haben hier unser BIM-Modell mit den lagerrichtig verorteten Tickets, der zuvor angebrachten NFC-Tags. Ich kann hier ein Ticket in einer Schnellansicht öffnen, kann das Ticket in weiterer Folge auch in der Gesamtansicht öffnen, habe auf der rechten Seite meine komplette Historie, habe auf der linken Seite allfällige Bilddokumente, welche ich nochmal kontrollieren kann. Sollte dies meinen Vorstellungen entsprechen, kann ich mittels einem Klick einen Begehungsbericht erstellen, welcher unmittelbar am Server erstellt wird und binnen kürzester Zeit mir zum Öffnen zur Verfügung steht. Hier kann ich dann nochmal kontrollieren, Positionierung Logo, Positionierung Ticket und allfällige Bilddokumente. Der größte Nutzen von Planradar für Geoconsult ist einerseits die Verfügbarkeit auf sämtlichen Plattformen und Geräten und andererseits auch die große Zeitersparnis bei Begehungen von Bauwerken. Der größte Nutzen für unsere Kunden ist, dass der komplette Lebenszyklus eines Bauwerkes innerhalb einer App abgebildet werden kann und sämtliche Phasen vollumfänglich dokumentiert werden.